Bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl 1990 wird Angela Merkel in den Bundestag gewählt. Sie wird erst Ministerin für Frauen und Jugend, danach Umweltministerin. Doch auch wenn ihr Mentor Helmut Kohl sie liebevoll mein Mädchen nennt, ist sie es, die sich nach der Wahlschlappe 1998 als einer der ersten von ihm abwendet. Während Kohl in der Spendenaffäre versinkt, fordert sie als Generalsekretärin die Partei auf, ohne ihn weiterzuziehen. Im Jahr 2000 übernimmt Angela Merkel die CDU-Parteispitze. 2005 gewinnt sie gegen Gerhard Schröder die Bundestagswahl und zieht als erste Frau ins Kanzleramt ein. So wahr mir Gott helfe. Als 2008 die Investmentbank Lehman Brothers pleite geht, löst das eine weltweite Finanzkrise aus. In der Folge wanken Staaten wie Griechenland. Merkel sieht den Euro in Gefahr und setzt sich auf EU-Ebene für Milliardenhilfen und den Euro-Rettungsschirm ein. Im Herbst 2010 folgt Angela Merkel dem damaligen Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Die Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht wird beschlossen. 2011, nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima, erklärt Merkel gegen Widerstände in der Partei den Atomausstieg. Wir können nach Japan nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, weil dort etwas passiert ist, was man sich vorher nicht vorstellen konnte. 2015 fällt Kanzlerin Merkel die wohl folgenschwerste Entscheidung ihrer gesamten Regierungszeit. Sie erlaubt tausenden Flüchtlingen in Ungarn die Weiterreise nach Deutschland. Es folgen Hunderttausende und ein Satz, der Geschichte wurde. Deutschland ist ein starkes Land und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. In der Folge eskaliert der Streit mit der CSU. Horst Seehofer besteht auf einer Obergrenze, schreibt Brandbriefe und führt Merkel bei einem CSU-Parteitag vor. Auch innerhalb der CDU beginnt Merkels Rückhalt zu bröckeln. Zwischendurch überrascht die sonst eher pragmatische Kanzlerin immer mal wieder mit persönlichen Einblicken, beispielsweise im Gespräch mit dem Magazin Brigitte. Ich persönlich fühle mich ja nicht immer, dass ich Kanzlerin bin. Also das legt man dann auch mal ab in der Freizeit, das. Sicherlich, wenn ich da im Kochtopf rühre, da sage ich ja nicht, die Kanzlerin rührt jetzt im Kochtopf oder so. Auf derselben Bühne macht sie 2017 den Weg frei für eine offene Abstimmung über die Ehe für alle. Wenige Tage später segnen Bundestag und Bundesrat eine entsprechende Gesetzesänderung ab. Nach der Bundestagswahl 2017 scheitert das Experiment Jamaika. Erst nach einem halben Jahr steht die neue GroKo. CSU-Chef Seehofer übernimmt das Innenministerium und setzt seine Angriffe gegen Merkel fort. Die GroKo taumelt von einem Streit zum anderen. Alle GroKo-Parteien stürzen in Umfragen ab. Auf die CSU-Pleite und den Absturz der SPD in Bayern folgt die enttäuschende Hessenwahl. Wohl der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.